Moin Leute, im heutigen Video zeigen wir euch mal Magazintaschen. Und zwar werdet ihr euch jetzt sagen, hä, Magazintaschen, das ist doch völlig einfach. Anmollen, Magazin rein, fertig. Naja, bei den Magazintaschen, die wir heute haben, die von Begardi, den neuen Universal-Magazintaschen, ist das nicht so ganz der Fall. Ihr könnt die nämlich so krass konfigurieren für so viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Und deswegen zeigen wir euch heute mal, wie ihr das am besten macht und wie es am schnellsten geht. Los geht's. Kommen wir zum Lieferumfang. Geliefert wird euch das ganze Teil in so einer Plastiktüte. Und ich hoffe, ich habe es jetzt wieder richtig gut zusammengebaut. In dieser Konfiguration, also zumindest so ähnlich, alles dran gebaut. Und jetzt könnt ihr euch denken, what the fuck, ich will doch einfach nur mein Magazin da reinstecken. Für meine A15, für meine J36, was muss ich denn jetzt hier alles machen? Kommen wir mal, also fangen wir erstmal an. Ihr habt hier einen Deckel und einen zweiten Deckel. Einer ist länger, der andere ist kürzer, wie man schon sehen kann. Das heißt, Magazin länger, längerer Deckel, wenn ihr sowas haben wollt mit dem Klettverschluss. Magazin kürzer, kürzerer Deckel. Wie kriegen wir den jetzt ab? Natürlich ganz einfach hinten aufmachen und dann könnt ihr die hier entfernen. Da habt ihr erstmal einen. Und wenn ihr den anderen noch abmacht, dann sieht die Magazintasche jetzt so aus. Jetzt habt ihr hier vorne noch die Klettfläche. Die könnt ihr genauso abbauen. Oder ihr sagt euch, ja, vorne Klettfläche ist gar nicht so ungeil. Da kann ich schön meine Patches ranmachen. Wenn ihr die abmachen wollt, dann könnt ihr das hier hoch machen. Dann seht ihr schon, dann habt ihr hier. Und dann könnt ihr das ganz einfach hier rausmollen. Jetzt kommt das schon der Sache näher, wie wir es eigentlich haben wollen. Na, ihr seht's. Wir haben hier noch diese Stripse oben dran, dass man das Magazin festmachen kann. Zwei Stück. Denkt ihr euch, hey, zwei Stück? Ja, ist vielleicht doppelt gesichert, aber das ist im Endeffekt die Konfiguration, wie sie jetzt ist, für SMGs oder Pistolenmagazine. Na, ihr habt hier noch einen Steg in der Mitte. Das heißt, man könnte jetzt hier ein Pistolenmagazin und irgendwo habe ich noch ein zweites Pistolenmagazin reinmachen. Dann könnte man die jetzt noch mit diesen Strapsen sichern. Ich glaube, ich habe die Strapse falsch festgemacht. Deswegen ist das jetzt hier so ein bisschen... So, jetzt werden die fest. Das ist natürlich jetzt für die Battle Rifle. Das heißt, die Magazine sind sehr locker drin. Man könnte die unten noch ein bisschen fester ziehen. Aber wenn ihr Pistolenmagazine nehmen wollt, das ist jetzt für die High Kappa zum Beispiel, dann holt euch die für die Assault Rifle. So, das wäre die Konfiguration für Pistolenmagazine. Packen wir die mal wieder weg. Jetzt könnten wir aber auch sagen, ey, die Dinger, die nerven mich. Ich will die weg haben oder ich will nur noch eins haben. Dann habt ihr hier hinten, die sind verknotet. Da könnt ihr ganz easy den Knoten hinten aufmachen. Und dann könnt ihr, welcher ist es? Der hier. Dann zieht ihr das raus, macht es hier raus, zieht es hier rum. Und jetzt habt ihr nur noch einen von den Straps da oben. Jetzt denkt ihr, ich kriege aber immer noch nie mein AR-15 Magazin oder mein Battle Rifle Magazin rein. Naja, ihr müsst jetzt noch den Steg in der Mitte rauskletten. Und wenn ihr jetzt die Magazintasche erweitert habt, über den Gummizug hier unten, dann könnt ihr ganz easy diese HK417, HKG28 Magazine reinpacken. Habt sie hier gesichert mit dieser Sicherungsstrapse da oben. Und wenn ihr jetzt nie auf diese Strapsenteile da steht und ihr habt aber Schiss, dass euer Magazin rausfällt, beim Außenspornrennen, wo auch immer, dann könnt ihr natürlich diese Deckel wieder hier verbauen mit dem Klettverschluss. Das geht auch wieder ganz easy. Wie vorhin schon gezeigt, ihr müsst jetzt gucken. Ihr tut es dann einfach hier durchschlagen. Tschack. Dann hier. Ihr müsst dafür aber abmollen. Also ihr müsst euch vorher überlegen, will ich den Deckel haben mit dem Klettverschluss oder will ich den Deckel nicht haben. Dann müsst ihr es wieder festmollen. Dann macht ihr hier vorne noch diese Klettfläche dran. Die könnt ihr auch einmollen. Aber die müsst ihr einmollen hier vorne. Und dann habt ihr das Ding, die Magazintasche, so konfiguriert. So, das war jetzt die für die Battle Rifle. Ich zeige euch nochmal die für die Assault Rifle. Weil die ist ein Stück kleiner, lässt sich aber genauso konfigurieren. Also wenn ihr dazu noch Fragen habt zu der Konfiguration, schreibt es unten in die Kommentare und schreibt uns mal bitte rein, wie ihr eure Magazintasche am ehesten habt. Mit Deckel
ohne Deckel und einfach nur Magazin raus oder ohne Deckel und Strapse. Oder vielleicht sogar alles. Also Deckel, Strapse und ja, schreibt es mir unten rein. Das ist jetzt die Magazintasche für die AR-15 Magazine und ihr seht schon, das HKW-17 Magazin passt da auch rein. Lässt sich auch einfach ziehen. Ist natürlich dann die Magazintasche unten am Anschlag. Ja, also man könnte es jetzt noch ein Stück enger machen, aber dann wird es schon wieder schwieriger mit rausziehen. Aber wenn ihr jetzt, wie schon gesagt, ab und zu mal mit der 417 spielt, mit der G28 und dann aber öfter mit eurem AR-15, dann lohnt es sich auf jeden Fall zum Assault Rifle Magazin zu greifen. So, gucken wir mal, Magazine habe ich erstmal AR-15 Arcturus, ohne Probleme, passt rein, hält straff drin. Dann haben wir hier noch CPM-1, sitzt ein Stück lockerer drin, da wäre vielleicht die Sicherungsstrapse nie ganz verkehrt. Aber wenn das so oben drin sitzt, dann denke ich mal, vielleicht könnte man es auch ein Stück enger machen. Und dann sitzt es noch besser. Dann haben wir noch das neue Begardi, ich weiß gar nicht, Begardi Magazin. Das ist ein Stück straffer drin als das EPM1. Ja, das passt ohne Probleme. Natürlich sagt jetzt Begardi, das passt auch für G36. Das probieren wir aus. Ich habe es noch ein bisschen weiter gemacht. Jetzt kriegt man es ohne Probleme raus und kriegt es auch sehr gut rein. Das passt. Magazin ohne Stege. Machen wir Magazine mit Kackpenüppeln. Passt. Und geht auch raus. Aber ich merke schon, wie ich hier an einem so einem Ding schon wieder gefühlt ein bisschen hängen bleibe. Ey, mach die Dinger ab. Mach diese Scheiße ab. Aber passt. Was könnte man noch reinmachen? Begardi-Granate, Spring-Granate. Passt auch rein. Jetzt habe ich mal das Inlay eingeklettet und jetzt haben wir hier zweimal High-Cover-Magazine drin und die sitzen auch jetzt nie super straff drin, aber ja, also wenn ihr euch hinmault, dann kann es ein bisschen die Fliegen raus, aber wenn ihr normal lauft, dann funktioniert das. Oder wie gesagt, ihr macht die Strapse drüber oder den Deckel, das ist kein Problem. Also, das passt auch. Jetzt gehen wir nochmal auf ein paar Punkte ein, die mir aufgefallen sind. Und zwar beim Anbringen am Plattenträger. Also, was ist mir aufgefallen? Und zwar, ihr habt hier die Knöpfe. Der Nachteil an den Knöpfen ist, dass das hier oben natürlich, es ist hier relativ dick. Und dann kommt nochmal der Knopf dazu. Wenn ihr das durchschlauft, dann ist das am Anfang ein richtiger... Naja, nie Abfuck, aber es ist nie ganz so geil. Und was mir noch aufgefallen ist, und zwar hier oben ist jetzt eine Molle-Lasche. Das erschließt sich mir aber nicht so ganz, warum die da oben noch ist. Weil theoretisch müsste ich jetzt hergehen, um es am Plattenträger festzumachen und müsste erstmal die oberste Reihe hier durchmachen. Und jetzt würde ich anfangen, das am Plattenträger festzumachen. Hier haben wir jetzt mal die Standardmagazintaschen, die mit dabei sind bei dem Plattenträger von Begardi. Und zwar ist hier oben Molle, hier ist nichts und dann kommt hier der Streifen. Weil man geht ja so in den Plattenträger rein, dann kommt man hier wieder raus, dann geht man hier wieder rein, hier und so weiter und so fort. Warum das jetzt hier so gelöst ist, das kann ich euch nicht sagen. Es ist ein bisschen anders gelöst, als wie ich es kenne. Oder ich habe zu wenig Magazintaschen in meinem Leben besessen und die anderen machen das genauso. Was würde ich mir noch wünschen? Also auf jeden Fall, dass man hier bei den Teilen vielleicht 2 bis 3 mm mehr Abstand lässt, dass man das einfacher einmollen kann. Ich weiß nicht, ob das dann lockerer wird, wenn die an der Molle dran ist. Keine Ahnung, da bin ich nicht der Fachmann dafür. Und dass man diese Knöpfe, ihr seht es hier, dass man die Knöpfe ersetzt durch Klett. Weil durch die Knöpfe, ihr habt hier... Beim Klett habt ihr normalerweise nochmal so eine Lasche drüber und dann könnt ihr das richtig schön straff ziehen. Das geht bei den Knöpfen, aber wenn das einmal am Plattenträger fest ist, dann könnt ihr nie richtig ziehen, dass ihr das richtig, na, dass ihr die Molle-Teile da richtig festzieht. Das geht halt bei den Knöpfen eher semi-gut. Deswegen, das wäre das Einzige. Und sonst finde ich den Preis 14,90 Euro für die Assault Rifle, 13,90 Euro für die Battle Rifle Tasche. Ihr kriegt es in Oliv. Ist ein sehr schönes Oliv. Ihr seht, es passt zum Plattenträger perfekt. Und in Flecktarn.
Also wenn ihr euch nicht davor abgeschreckt fühlt, euch die Magazintasche so zu konfigurieren, wie ihr es gerne haben wollt und ihr wollt flexibel sein, was Magazine angeht, Magazintaschen und so weiter und so fort, dann seid ihr hier wirklich gut aufgehoben für einen guten Preis. Mehr gibt es dann dazu nicht zu sagen. Dann bin ich raus aus dem Video und wir sehen uns beim nächsten. Ciao.